Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Majora's Random Mask. Und so langsam aber sicher kommt so ein bisschen Fluss, ein bisschen Leben hier in das Spiel. Wir sind auf dem Weg zum Berg, zum Peak Hibernia. Und lass uns doch mal sehen, was wir hier alles so... Geht das damit auch? Nö. Dekadenz for you and me. Ja, ich weiß, ich könnte es mir normal mit dem Bogen wegschießen. Aber na! Moment. Warte. Wollt gerade. Also, hör mal. Ne? Ja. Okay. Also, es gibt nicht allzu viel, was wir machen können. Es gibt nicht allzu viel, was wir machen können. Ernsthaft. Stimmt, ja. In meinem Testlauf bin ich mit dem Goron, also hatte ich die Goronmaske schon und brauchte nur den Bogen, um hier durchzukommen. Aber stimmt ja, man musste ja den Scheiß ja mit Bomben aufsprengen. Ganz vergessen. Aber ja, Bomben sind ja ehrlich gesagt ein ziemliches Basic-Item in dem Spiel. So, dem ist kalt. Den Jungs kann ich ihre Schmiede reaktivieren, auch ohne heißes Quellwasser. Aber das wird nicht viel bringen. Ugo, Ugo! Aber die Feuerpfeile sind halt super praktisch, eben weil ich mir diese ganze Scheiße mit dem Quellwasser jetzt sparen kann. Ja, now then. Okay, wir können finally to work. Könnt ihr mein Schwert schärfen? At sunrise. Hau rein! Ich bin mir nicht... Also wir werden nicht... Wir werden nicht unser... Das ist cool. Es wird auf Sonnenaufgang fertig sein. Das ist sehr cool. Es ist gut, dass wir also am ersten Tag noch hergekommen sind. Ich meine, wir haben so lange sowieso unser Feenschwert. Scheißegal. Ah, nein, okay. Ah, nice. Deswegen haben die das umgeschrieben. For tomorrow, er sagt ja, er hat ja gerade nur von einem heißen Deal gesprochen. Ich habe mein Schwert noch. Das haben sie in dem Randomizer also auch berichtigt. Sehr geil. Au. Das ist... Okay, das ist cool. Ach, scheiße. Der nervt mich sonst so zu Tode. Gut, ich habe mein Schwert noch. Das ist sehr cool. Und ich habe eine Karte. Wow. Stimmt ja. Wir haben die irgendwo gefunden. Was gibst du uns Schönes? Yes. Oh my. Ja, 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 du bist Ting. Fick dich, fick dich. Gib mir auch. Ja, ist so gut. Habe ich Snowhead schon? Ja. Okay, 40 für Romani Ranch. Behalten im Hinterkopf. Ich glaube, die habe ich auch. Romani... Fuck off. Ja, Romani Ranch habe ich auch. Wir waren schon bei dem Typen vor Romani Ranch. Ja, die habe ich. Gut. Wir... Das. Hi. So was, ich rede jetzt einfach gar nicht. Nein, ich rede jetzt nicht mit dir. Das Auge der Wahrheit ist, bisschen buggy. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich find's ganz cool. Weil. Oh, diese blöden. Ich finde es halt ein bisschen cool, weil, also statt nur die Dinger sichtbar zu machen, fokussiert es quasi darauf, was sichtbar gemacht worden ist. Also es ist nicht der schlimmste Bug, finde ich.
Obwohl er mich gerade irritiert hat, weil da kein Stein mehr war. Okay. Shit! Komm schon! Obwohl der erwachsene Link größere Sprünge kann. Scheiße! Oh Mann. Ey! Okay, ich hab's gleich. Was soll der Mist? Wie wär's, wenn ich mal mit wenig Hektik spiele? Okay, wie wär's da? Wie wär's damit? Wie wär's, wenn ich einfach ganz ruhig spiele? Wieso habe ich es erwartet? Wieso? Oh, bitch, please. Kennst du der Herzcontainer? Okay, cool. Also welcher scheiß Herzcontainer in irgendeinem Bossraum gibt uns später nur ein 20. Können wir uns ja schon mal auf die Enttäuschung bereit machen. Na komm schon, da ist doch. Ja! Yeah. Komm, so viel Mistkleingeld, wie wir kassiert haben. Okay, cool. Nett von euch. Sagen, so viel Scheiße, wie wir kassiert haben. Können doch so langsam endlich mal die guten Items in allen Kisten sein. So, jetzt wieder zurück. Ich habe eigentlich gehofft, noch ein bisschen Magie zu finden. Rückwärts klappt's, weißt du? Fick dich! Hi. Ja, ich kann dich sehen. Dude! Pfeile. Ich will Magie. Brauche Magie. Ich meine, es ist ja wirklich nett, dass der Schatten hier ist. Aber gleich für diese Kletteraktion brauche ich Magie. Auf jeden Fall. Au. Kommt er ja. Geld. Geld ist okay. I guess. Lustigerweise, ich meine auch, der ist nicht immer da. Also zumindest bei meinem ersten Lauf war er das nicht. Aber ich glaube, das war er nicht, weil ich die Gronenmaske schon hatte. Er war aber, damit ich das Randomized Item bekommen kann von der... Ich meine, wir brauchen ihn nicht. So rum. Damit ich das Randomized Item bekommen konnte von seiner, also von der Gronenmaske, war halt trotzdem am Grab. Das ist soweit ganz cool. Also die haben schon, wenn es ist Randomizer Version, weiß ich nicht was, 11 Punkt, so und so. Also die haben da schon viel dran gemacht. Endlich. So. Du fliegst jetzt straight nach oben. Das ist sehr nett von dir. Mhm. Dabei klappt das? Yes! Der hat genug Sprungdistanz. Das ist sehr schön. Ich meine,
Ich meine, basically ist der große Link, also hat die Bones, also die, das Texturmodell von Zora Link. Also so. Ist auch vergleichbar. Also ich weiß, dass ich früher, als ich das Spiel gespielt habe, auch immer Zora Link benutzt habe für sowas wie diese großen Sprünge. So. Ist jetzt hier gleich. Ja, okay. Hi. Gut. Dann haben wir die ganze Scheiße durch. Dann hängst du jetzt bitte da drin. Und. Ups. Nein, das muss ja aktiv bleiben, so. Hi. Ja, ich weiß. Ich weiß. Du bist ein richtig fetter Gorone und wurdest von einem Schneesturm weggeweht. Ach, jetzt kann ich dich auch ohne sehen. Wie nett von dir. Oh. Falsch rum. Dass es einfach nur Salias Lied rückwärts ist. Kurze Cutscene, die jetzt hoffentlich geskippt wird. Yes. Und die Goronenmaske ist am Ende. Die Red Potion Bottle von der alten. Also, 5 Flaschen ist geil. Gerade wenn wir den Brunnen machen müssen, sind viele Flaschen richtig toll. Richtig geil. Okay. Jetzt können wir nur ohne die Goronenmaske echt nicht weiter, ne? Wow. Okay. The fuck, Link. The fuck. Ja, der boxt da auf unserem Schwert rum. Achso, ich hab die Ocarina. Klappt das Indoor? Kommt der dann wieder hier zur Tür rein? Damit wir uns so nicht in irgendwelche Gebäude reinglitschen, die um 6 Uhr morgens noch geschlossen haben. Ich spiele auch keine Töne, es passiert aber nichts. Alle Wände sind magisch. Aber ja, wir skippen jetzt die Stunden. Und hoffen, dass die uns was Cooles geben. Wenn zum Beispiel die Goronenmaske stecken würde. Okay, das ist nice. Das ist sehr cool. Danke. Ugo, Ugo. Wenn die Goronenmaske halt zum Beispiel stecken würde hinter dem zweiten Schwert, was wir hier bekommen. Was aber nur möglich ist. Obwohl es geht. Ja, okay, schlechtes Beispiel. Weil der Goldstaub ist natürlich auch randomized. War's das dann hier? Können wir. Da hinten können wir nicht. Wir können uns. Nein. Nein? Doch? Können wir uns den Song holen? Wir brauchen den alten, glaube ich, nicht. Wir haben Bomben. Hier unten können wir uns noch ein paar Sachen gönnen.
So langsam wird's mies. Also ohne die Goronmaske kommen wir jetzt nicht großartig weiter. Weil, wir brauchen, um am ersten Tag zur Farm zu kommen. Eine Fotobox, ja nett. Um am ersten Tag zur Farm zu kommen, brauchen wir die Goronmaske. Und um zum Ozean zu kommen, ohne das Pferd, brauchen wir die Goronmaske. So langsam wird's hart. Das war's, okay. Also ich guck jetzt mal, ob wir ohne den Goronen, das wäre noch was. Können wir ohne den Goronen das Schlummerlied bekommen bei dem kleinen Penner? Der ist eingepennt und rollt jetzt hier als Schneekugel. Ich weiß das. Können wir den damit eigentlich befreien? Es ist ziemlich cool, dass man da hinten sogar noch den Ikana Canyon sieht. Also den Stone Tower Temple. Oh, der Typ da hinten, der verkauft ja Bombentaschen. Aber zu welchem Preis? Der rollt dir einfach die ganze Zeit durch die Gegend. Mann! Was ist falsch mit dir? Das kann doch nicht wahr sein. Macht er das, weil wir Darmani getriggert haben? Weil wir eigentlich, also weil wir halt die Goronmaske haben hätten haben sollen. Das wäre übelst scheiße jetzt. Das wäre richtig kacke, Alter. Und du verkaufst eh nur an Goronen, oder? Ach du Arschloch! Können wir die Scheiße auch so aufkriegen? Nein. Fuck! Wir sind so am Arsch. Ohne die Goronenhaut sind wir jetzt richtig am Arsch. Verdammter Mist! Wo können wir noch hin? Die Kisten, die hier überall sind, unter Wasser, gibt's erst im Sommer. Shit damn! Die Feenmaske ist zwar jetzt richtig geil gewesen, aber... Okay, ganz im Ernst. Geht nicht anders. Ich werde die Kafai-Quest starten und hoffen, dass wir irgendwas Tolles kriegen. Geht ja nicht anders. Und das sind... Betonung liegt auf starten. Also... Ich guck mal... Moment. Warum laufe ich eigentlich? Also ich check mal, was Anju uns erzählt. Wenn ich sie jetzt so mit der Maske auf Kafai anspreche. Aber... Und wir müssen bei diesem blöden Postboten noch vorbeischauen. Wenn er jetzt die ganze Zeit diese Goronmaske hat, ich sag es euch. Ich werde dankbar sein, weil sie dann existiert. Ja, ich werde dann dankbar sein. Aber ich habe halt echt Schiss, dass die in irgendeiner Kiste ist, wo wir oben, ja, also wo wir die Maske selbst brauchen, um dran zu kommen. Da habe ich echt Schiss vor. Habe ich Glück? Oder hast du wieder Naptime?
Du hast echt Probleme, Digga. Also. Ich quatsch Anju jetzt an, aber die wird mir den Brief nicht geben. Selbst wenn sie jetzt... Ich will nur wissen, was sie jetzt sagt. Wir werden es resetten müssen. Aber das ist zumindest ein bisschen, bisschen Zeit, um den Postboten totzuschlagen. Ach, Anju ist gar nicht unterwegs. Anju ist unterwegs und gar nicht da. Okay. Ich werde ein bisschen Zeit skippen. Hi. Ja. Und L. Kann ich nochmal skippen? Okay, jetzt haben wir fucking nachmittags. Okay, die hat jetzt von 3 Uhr, wo der Postbote sowieso unterwegs ist, auf, ja, auf 17 Uhr geskippt. Ich hoffe, das klappt. Dieses Herzteil von dem Penner. Was auch immer! Du Schäbiger! Wo bist du? Das kann doch nicht wahr sein! Wann ist dieses Timing für sein dummes Training? Aber Anju ist gerade zurückgekommen. Das heißt, die könnten wir eigentlich mal anlabern. Stehst du da? Okay. Say what? Ja. Einfach nein. Na, du schäbiger Bürgermeister. Nee, das ist nicht der Bürgermeister, das ist der Zirkusdirektor, Bastard. Nee, Musiktruppenmanager. Jetzt weiß ich's. Aber das ist die Maske des Direktors, oder? Sehr merkwürdig. So, bringt nix, taugt nix, will alles nichts. Ja, gut. Ich werde meine Kohle positionieren, ich werde resetten und ich werde jetzt, dann werde ich zu Anju gehen. Das Item, was wir für die Reservierung bekommen haben, war shit. War doch so, oder? Ja. Wir kommen nicht auf die Farm. Obwohl. Wir können das Rennen noch machen. Wir können das Pferd... Nein, können wir nicht. Ich habe kein Pferd. Ah! Kacke! Ich hatte nur im Kopf, dass wir zu den Gormon-Brüdern gehen können. Das Pferderennen würde uns Garos Maske geben. Ja. Und wenn wir mit der weinenden, mit den heulenden Direktormaske dahin gehen, glaube ich, geben sie uns noch ein Herzteil. Aber besagte Maske kriegen wir auch nur, wenn wir Romanis Maske vorher haben. Ah, Digga, ist das schlimm. Was passiert, wenn ich jetzt direkt zu diesem blöden Mailman gehe? Komm schon, Alter. Ja, wir müssen wohl ein bisschen warten.
Das heißt, wir snacken uns erstmal. Wir snacken uns erstmal wieder Startkapital. Irgendwann wollen wir auch nochmal 1000 Rubine haben. Weil für besagte 1000 Rubine gibt's ja auch mal nochmal was. Und ich hoffe, dass das wenigstens die Coronenmaske ist. Das ist momentan, ist das so mein einziges. Ey. Mein einziges Lebensziel, die verdammte Coronenhaut zu bekommen. Weil ansonsten passt alles. Mit der Coronenhaut könnten wir. Das würde sogar. Ja. Mit der Coronenhaut könnten wir zum Ozean gehen und da wir die Bossa Nova der Kaskaden haben, könnten wir den Tempel machen. Wir könnten den Schädelbruch-Tempel machen. Without problem. So, der Gasthof macht um 8 auf. Das heißt, ich renne jetzt direkt da rein um 8 fucking Uhr. Und, quatsche auf Kaffee an. Dann wird sie mir sagen, komm heute Nacht in die verdammte Küche. Aber das ist kein Problem mit der Dekopflanze davor. Kommen wir auch nachts in diese verdammte Hütte rein. Und dann werde ich... Hoffentlich... Open. Und dann werde ich hoffentlich noch irgendwie diesen verdammten Postboten erwischen. Hi. Ja, ich suche auch nach Kaffee. Okay, ich muss warten, bis der Postbote hier war und ihr den Brief von fucking Kaffee gegeben hat. God damn it, man! Shit! Gut, ganz im Ernst, ich werde hier Ende machen. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Und ich werde die nächste Folge aufnehmen, wenn der, also anfangen, wenn der Postbote da durch die Tür kommt. Geht ja nicht anders. Okay? Blackout.